HP Homeline unterwegs. Kurz vor Mitternacht fährt unser Schiff in einer traumhaften Lichtstimmung durch den Schärengürtel auf den Hafen von Västervik zu. Die Nacht über haben wir dann dort unsere Köpfe in die Kissen gedrückt. Die nächste Etappe führte uns zuerst nordwärts bis Söderköping. Von dort aus sind wir, so gut es die Strecke zuließ, den Götakanal gefolgt. Vorbei am Hafen und über diese Brücke haben wir dann Västervik verlassen. Mit einem Blick zurück auf Västervik ging es dann über die schmale Landzunge immer der Gamleby-Bucht entlang. Irgendwo unterwegs ist uns dann dieses schöne Idyll aufgefallen. Und nach einem guten Stück Fahrt waren wir dann am Götakanal. In einem Café mit Außenbewirtung haben wir dann eine ganze Weile den vorüberziehenden Booten zugeschaut. Zusammen mit dem Trollhättekanal bildet der Götakanal eine knapp 400 Kilometer lange Wasserstraße quer durch Schweden. Er wurde gebaut, damit sich die Schiffe den Öresundzoll an die Dänen sparen. Der Götakanal wurde 1832 eröffnet. 25 Jahre später fiel der Sundzoll. Heute ist der Kanal eine beliebte Touristenattraktion. Und unter den Freizeitkapitänen gibt es auch richtige Könner. Perfekt angelegt. Wieder auf der Strecke. Kurz nach der Abzweigung Gibraltar kreuzt plötzlich eine Horde Rehe unsere Straße. Ein Stück weiter in Sjöbacka führt eine Brücke über den Kanal. Aber weder Hub noch Zug noch Klappbrücke. Es ist eine Schiebebrücke. Wenn ein Schiff vorbei will, wird die Brücke einfach ans diesseitige Ufer gezogen. Einen kurzen Aufenthalt machen wir bei den Liegeplätzen in Borensberg am Borensjö, bevor es dann weiter nach Motala geht. Motala am Vättern. Am hiesigen Stellplatz Hamnen haben wir uns für die Nacht eingemietet. Und bevor der Tag endgültig zu Ende geht, noch ein paar Eindrücke über das Hafenbecken. Am nächsten Tag haben wir dann in Motala zuerst Varamo badet und dann die Schleuse am Götakanal besucht, bevor wir dann über Vadstena den Vättern entlang bis Grenna gefahren sind. Viele der Häuser in der Siedlung am Varamo badet sind typisch schwedische Holzhäuser. Die Wände in Falunrot gestrichen mit weiß abgesetzten Ecken, Kanten und Fenstern. Schön angelegte Gärten mit hübschen Häuschen und schnuckeligen Glasveranden und gemütlichen Sitzecken im Schatten der Bäume. Und von der ersten Reihe hat man diese Aussicht, das Varamo Bade. Eine tolle Badebucht am Vättern, gut 2 Kilometer lang mit einem Sandstrand, der auch im Süden mancherorts seinesgleichen sucht.
Der nächste Stopp ist dann wieder am Göta-Kanal an der Doppelschleuse, kurz bevor der Kanal in den Vättern mündet. Einige Kilometer südlich von Motala liegt das imposante Vasa-Schloss Vadstena. Es wurde im Auftrag von König Gustav Vasa Mitte des 16. Jahrhunderts in gut 70 Jahren erbaut. Gemeinsam mit Schloss Gripsholm und Schloss Kalmar zählt es zu den am besten erhaltenen Vasa-Anlagen in Schweden. Es liegt direkt am Vättern und ist auf drei Seiten von einem breiten, wassergefüllten Graben umgeben. Nach Vadstena ging es dann weiter, immer am Vättern entlang, dem zweitgrößten See von Schweden. Bei Husqvarna Jönköping hatten wir dann das Südende vom Vättern erreicht. Ab hier ging es dann durch sehr waldreiches Gebiet bis nach Rüd zum Bilkirkogård. Ein pittoresker Autofriedhof mitten im Wald, den ich unbedingt besuchen wollte. Danach war es dann bis zum Etappenziel Karlshamn nicht mehr allzu weit. Der nächste Morgen führte uns noch ein gutes Stück am Vättern entlang und kurz vor Husqvarna trafen wir dann auf dieses Traumgespann. Nach einem längeren Stück Fahrt durch Schwedens Wälder und an vielen Seen vorbei, waren wir dann plötzlich da am Bilkirkogård, dem Autofriedhof von Åke Danielsen. Es begann in den 60ern, als Åke, der Torfstecher, Autos zu seiner Leidenschaft machte. Hier ein Bild von Åke. Und es kam, wie es kommen musste. Schon Anfang der 80er war Åke eigentlich zu alt für die aufwendigen Reparaturarbeiten. Und anfangs der 90er musste er ins Altersheim, wo er dann 1999 verstarb. Nach Åkes Tod gab es dann zuerst lokal, dann überregional riesige Diskussionen, was mit den alten Autos passieren sollte. Nach jahrelangem Hin und Her wurde hier bis 2050 alles unter Bestandsschutz gestellt. Schnell hat sich dieser Schrottplatz dann als Touristenattraktion entwickelt. Diese Hütte, ca. 12 Quadratmeter groß, diente Åke als Wohnung. Dieser Schuppen war seine Werkstatt.
den Tagesausklang und die darauffolgende ruhige Nacht haben wir im Lichtermeer des gegenüberliegenden Ölhafens von Karlshamn verbracht. Und vor dem Schlafengehen noch ein letzter Blick zur Stadt. Am nächsten Tag haben wir dann von Karlshamn aus direkt Simrishamn angesteuert. Am Stellplatz in der Morgensonne. Simrishamn. Dort am Stellplatz des Yachthafens sind wir dann den ganzen Tag geblieben. Der nächste Tag führte uns zunächst nach Sandhamaren und dann nach Istad. Sandhamaren, ein breiter Dünengürtel am südöstlichsten Punkt von Schweden. Das Meer hier vor Sandhamaren ist Schwedens größter Schiffsfriedhof, denn es gibt hier viele gefährliche Sandbänke und vorbeiziehende Schiffe wurden von Strandräubern durch falsche Lichtzeichen auf diese Sandbänke gelockt. Hier am linken Horizont kann man den östlichsten Punkt Dänemarks erkennen, die Insel Bornholm. Angekommen in Istad haben wir zuerst nochmal den Stortorget, den großen Platz, aufgesucht, der mich schon bei unserem ersten Besuch mit seinen schönen Häusern und Fassaden fasziniert hat. Und hier am Hafen, am Stellplatz bei der Seebrücke, haben wir dann unsere letzte schwedische Nacht verbracht. Noch ein Blick zurück auf Istad in der Abendsonne und am nächsten Morgen standen wir schon wieder in der Schlange bei der Fähre, die uns diesmal Richtung Heimat bringen sollte. Und nach ein paar Stunden südwärts über die Ostsee geschippert, sahen wir sie wieder, die Skyline von Rostock. Heimat, du hast uns wieder.
Und kaum waren wir auf der deutschen Autobahn, hat uns der ganz normale tägliche Wahnsinn wieder eingeholt. Breite deutsche Autobahnen, jede Menge Autos, zäh fließender Verkehr und Stau bis hin zum Stillstand. Unverkennbar, wir sind wieder in Deutschland angekommen.